Glaubst du nicht, dass die Proteste zeigen, dass die Menschen ganz klar erkennen, wie die Situation aktuell ist, wie dramatisch sie noch werden kann und wer auch vielleicht schuld daran ist? Ich glaube wirklich nicht. Also es wird ja auch schon vorgebaut. Die Innenministerin hat ja schon mal zu erkennen gegeben, wenn im Herbst irgendwie demonstriert wird, das sind keine armen Leute, die demonstrieren, das sind dann alles Rechtsradikale oder Querdenker oder sonst irgendetwas. Also man hat schon den Eindruck, dass man die möglicherweise frühzeitig diffamieren muss, damit sie gar nicht erst auf die Straße gehen. Und das ist ja auch guter Grund, nicht auf die Straße zu gehen, weil man nicht irgendwie als Querdenker, Rechtsradikale oder sonst irgendetwas in die Öffentlichkeit gehen will. Ich fürchte, dass die Bevölkerung in diesem Land sehr viel noch ertragen wird, bevor sie mal sagen, ihr führt uns hier in eine total aussichtslose Situation. Das ist ein Irrtum. Wir werden mit Wind und Sonne den Bedarf, den wir haben, nicht decken können.